Hey Leute, willkommen zurück zu Advance Wars 2. Wir sind hier stehen geblieben in der Kampagne und sind mit allem fertig, also mit allen Ländern. Ich habe nur nicht überall die kompletten hier Missionen gemacht, also alle Missionen erfüllt und so. Aber das soll uns nicht weiter stören. Auf jeden Fall, sind wir bei Black Hole angekommen. Und dann fangen wir an. Wir haben uns schon die Karte angeschaut im letzten Level. Ja, da ging halt alles hier. Kleine Geschütze, große Geschütze, Laser, Pipelines, er hat alles. Und wir spielen mit drei Leuten. Und ja, ich starte einfach mal. Und die Maus ist die ganze Zeit im Bild. Mann. Kommandant Sturm, das feindliche Heer ist also eingetroffen. Ich zermalme Sie, Kommandant Sturm. Lassen Sie mich das machen. Helmut ist ein Versager, Kommandant Sturm. Überlassen Sie es mir, Kommando. Ich habe das Kommando. Wie meinen? Ich will mich selbst von der offenbaren Stärke des Feindes überzeugen. Ihr zwei Unseligen erstattet Bericht an der Abschlussrampe und assistiert Cat. Verstehe. Jawohl, Kommandant. Endlich sind sie weg. Diese geistlosen Trottel haben sich als vollkommen nutzlos erwiesen. Wenn ich hier fertig bin, werde ich geeignete Maßnahmen ergreifen. So, Leute. Die Musik ist voll böse und finster. Ich weiß nicht, also ich kann mir jetzt aussuchen, wo ich wen haben will. Und ich glaube, ich nehme Max als praktisch als Panzertyp, der dann sozusagen mit seiner Gewalt durchdreht, ne? Dann nehme ich hier Kit, denn ich hätte gerne einen Scharfschützen. Und ich weiß auch, dass der zweite halt links ist und der dritte hier rechts ist. Links hat man von Anfang an einen Hafen, dann kann ich mit Kit dann schön Schlachtschiffe bauen. Und rechts wollen wir Igel haben. So, einfach mal gucken, wie ich mich anstelle, wa? Das wird lustig. So. Mission 25, heißes Gefecht. Oh, mein Stuhl ist hier gerade so doof. Warte mal. Zack, so. Alles wäre cool, wobei der eh gleich wieder runtergehen würde. Da wären wir endlich. Die Black Hole Gefechtsstation. Gefechtsstation hin oder her. Ich weiß nur, dass hier alles Raubgut aus Orange Star hergesandt wurde. Das bestätigen unsere Alliierten. Das heißt, wenn wir sie besetzen, bekommen wir unser ganzes Geld zurück. Da wäre ich mir nicht so sicher. Wie meinst du das, Nell? Dass alles hierher geschickt wurde, heißt nicht, dass es immer noch hier ist. Soll das heißen, die Sachen nur wurden an einen anderen Ort gebracht? Wie kommst du auf die Gedanken? Na, die haben das sicher nicht aus Jux und Tollerei zusammengestohlen. Sie haben sicher einen Plan und unser Zeug wurde wahrscheinlich dorthin gebracht, wo sie es brauchen. Klingt doch plausibel, oder Nell? Kit, du hast vollkommen recht. Wir müssen also unbedingt herausfinden, was sie wirklich vorhaben. Wie auch immer, wir müssen in jedem Fall angreifen. Je länger wir warten, desto stärker wird ihre Abwehr. Unser Hauptziel. Unsere Direktive lautet Zerstörung der drei schwarzen Geschütze. Hm? Nur die Geschütze? Bist du da wirklich sicher, Sonja? Erst wenn sie weg sind, können wir den Gegner ungestört attackieren. Ohne den Schutz dieser Waffen werden sie verunsichert zurückweichen. Ja, und wenn sie das tun, wissen wir, ob das wirklich ihr Hauptquartier ist oder nicht. Ich verstehe. Das ist brillant, Kommandantin Sonja. Unbestreitbar sind hier Distanzwaffen unsere beste Chance. Die andere, alles entscheidende Frage ist die Kommandantenauswahl. Außerdem müssen wir das Feuer der schwarzen Geschütze meinen. Okay, legen wir los. Ja Leute, Distanz mit Kit. Wir sehen, wir müssen also die schwarzen Geschütze zerstören. Ich habe vor, mit Schlachtschiffen hier dran zu fahren. Dann müsste ich eigentlich ganz gut hier alles kaputt machen können. Ja, hier muss ich eigentlich nur das Schlachtschiff zerstören. Denn hier werde ich nicht großartig Hafen bauen. Schiffe bauen. Und mit Igel kann ich dann hier durchheizen und halte mich häufig und möglicherweise nicht im Wasser auf. Aber jetzt fangen wir erstmal mit Max an. So, ich guck gerade, ich nehme das alles. Ja, mit Max hole ich mir noch die zwei Basen. Hier links und rechts. Und dann die Städte hier in der Mitte. Mit Kit dann das Zeug und mit Igel hole ich dann das Zeug hier. Ja. Kann ich am Max schon mal einen Transport-Heli brauche ich nicht. Nö. Dann mache ich erstmal Schluss. So, Kit, mein alter Sack. Alter Sack, wie komme ich auf alter Sack? Mann. Ich muss am besten auch mit einem Bomber hier irgendwie von Max dann die Schlachtschiffe da ein bisschen. Oder das Schlachtschiff kaputt machen und den Kreuzer. Ne, das U-Boot muss auf jeden Fall auch weg, das ist ganz wichtig. Ich gucke einfach mal. Erstmal Menschen bauen. Ich kann ja hier einfach rumlaufen. Ja, das kann ich. So, hier bauen wir einen T-Heli und zwei Menschen.
ja. Die Laser drehen voll durch, er bewegt seine ganzen Leute. Die Musik von Sturm ist echt fett. Ganz ehrlich, die ist echt fett. So, erstmal gehen wir hier hin. So, das Coolste ist ja an dem Level, also was wirklich sehr praktisch ist, ist nämlich, dass der Gegner nichts bauen kann. Das ist super praktisch. So, ich schicke erstmal alles und jeden vorwärts. Noch baue ich hier nicht so viel. Zack, rein mit dir und du kannst gleich anfangen mit einnehmen. Und zack, so. Machen wir erstmal. Jetzt habe ich außerdem Menschen gebaut. Scheiße. So, er kommt immer näher. Ja, jetzt brauche ich langsam wirklich was, um die ganzen Schiffe kaputt zu machen. Die nerven. So, ich schicke meinen Bomber zuerst hier lang. Und dann wollen wir hier hin. Und hier hin. Ja, dann lasse ich erstmal Schluss. Das ist jetzt natürlich super nervig, weil der olle Arsch mir immer näher kommt. Ich baue schon mal einen Kreuzer. Die können also Flieger angreifen. Aber egal, ich mach das schon irgendwie. Zack, so. Hier nehme ich erstmal die Basis ein. Oh, ganz knapp wird mein Typ nicht getroffen. So. Dann baue ich mit Eagle einen. Verdammt. Muss ich aufpassen. Ich baue mit Eagle. Ich würde da gerne eine Raketenwaffe bauen, aber das wird so nicht. Hier mit Eagle brauche ich, brauche ich erstmal nichts. Genau. Moment mal, was hat denn jetzt mein Typ angegriffen? Sag nicht, dass ein Geschütz bis dahin kommt. Verdammte Kacke. Ist ja fett. Das ist wirklich fett. So, holen wir uns die beiden Basen hier. Und bauen den nächsten Bomber. Und was hat denn... Oh, der Laser. Der Laser. Leute, der Laser. Oh nein, der Laser. Oh, alles ist scheiße. Fange ich direkt hier voll Kacke an. Aber egal, ich stoppe jetzt nicht das ganze Spiel deswegen. Nein, das wäre sinnlos. So. Ich gehe erstmal hier hin. Und dann kann ich mir noch ein... Oh nee, dann brauche ich mir nichts. Ich muss jetzt irgendwie mal gucken, was ich hier mache. Denn wie wir sehen, mischt er ein bisschen auf, der olle Sack. Ich baue jetzt einen Bomber, ist mir jetzt egal. Und dann baue ich hier noch eine Artillerie. Genau. So mache ich das. So machen das die richtig üblen Typis. So. Er greift natürlich an. Der macht immer mehr, der olle Arsch. Und ouch. Autsch. Ja, so wird er nicht. So wird er nicht, Leute. Ach du Kacke, Mann. Ja, Leute, ich weiß, meine Strategie lässt zu wünschen übrig, aber ich muss ja irgendwie mal irgendwas machen. Geh mal hier hin. So, hier kommt kein Laser. Gut. Wo ist denn jetzt so... Ach, Mann, das geht doch gar nicht. So, ich baue hier einen Raketenwerfer. Der hat richtig fetten Radius. Und dann baue ich nichts. Mach hier dann weiter. So, das Teil kommt hier echt komplett durch. Ist halt fies. Dann baue ich noch ein TTP für den Menschen. Wie der Raketenwerfer einfach wesentlich mehr. Es ist so übel, wie stark Kit ist. Also hier in Sachen... Fernkampf ist voll übel, das ist richtig krass. So, mein Heli, mein Flieger, der ist hier schon schön dabei, der darf jetzt einmal hier putt machen. So, das ist sehr schön, das wollte ich erreichen. So, dann kann ich mir hier eigentlich, nee, kann ich nicht. Ich mache erstmal Schluss. So, er greift ja, er greift mit dem Schlachtschiff an, das ist nun nicht so die Welt. Einfach normal einnehmen. So, die können hier angreifen, ja, und die können hier auch an. Ne, die können nicht. Ja, das wird so eine Sache mit den ganzen Gebäuden einnehmen, ne? So, hier könnte ich, glaube ich, ja, die kann ich mit einem Schlag kaputt hauen, das ist schon mal gut. Das hier könnte die Eagle jetzt auch fast alleine schaffen. Die U-Boote, die können wirklich nicht viel machen, die kann ich eigentlich ignorieren. Denn bei Eagle werde ich, wie gesagt, nicht mit Dings bauen. Und ich würde sagen, ja, doch mit Max.
zerstöre ich einfach mal schon mal ein bisschen. Einfach um ein bisschen die Gefahr zu senken. Dass alles ein bisschen besser ist, dass alles gut ist. Hier baue ich einen schönen Titanpanzer. Und dann war es das. So, mein Kreuzer darf mal ein bisschen Attacke machen. Und hier darf auch mal der Raketenwerfer, der darf auch mal ran. Schlachtschiff muss zerstört werden. Das ist böse. So, du kommst da rein und du gehst hier hin. Irgendeiner wird sowieso immer angegriffen. Dann brauche ich mir noch einen Raketenwerfer. Er wird wahrscheinlich da stehen bleiben, dass er angreifen kann. Und dann kann ich ihm richtig eine reinhauen. Das wird lustig. So, zack. Schlachtschiff muss sterben. Dann brauche ich noch einen Kaheli. Einfach nur, ist das Kaheli auch stärker bei Eagle? Nee, ne? Das Kaheli. Habe ich gerade das Kaheli gesagt? Und auf jeden Fall ist er doch stärker. Das ist gut. So, den schicken wir dahin und den schicken wir hier hin. Und dann baue ich jetzt doch noch einen TTP. Scheiß drauf. So, machen wir Schluss. Autsch. Autsch, autsch. Was hier alles abgeht. Wie viele Leute hier Schaden bekommen, das ist so übel. So, zack. Der Titanpanzer, der könnte eigentlich... Ja, dass die Laser... Genau, dass die Laser kaputt gehen, das wäre praktisch. Wie der Bomber einfach immer noch so viel abzieht, ist voll krank. was könnte ich noch machen? Ich könnte einfach mal einen Mensch nachbauen, um den anderen groß zu ziehen. Um den anderen groß zu ziehen. Na klar. Brauche ich einen Kaheli? Und dann mein Schluss. So, Kitty Boy. Der kann jetzt mal richtig Stress machen. Zack. So, der hier kann dann hier zack machen. Und der macht hier zack. Sehr schön, da läuft das schon besser. So. Das lasse ich jetzt dabei. Dann beginne ich im nächsten Zug wieder mit Dings machen. Und zack. Und zack. Endlich ist das Schlachtschiff kaputt. Jetzt muss ich ja keine Angst mehr haben. Zum Glück. Das ist gut, ja. Also, das passt alles. So, machen wir Schluss. Verdammte Scheiße, er hat seine Spezialgabe ready. Das ist übel, Leute. Aua, aua. Diese Macht. So herrlich zerstörerisch. Oh, verdammt, guckt euch das an, Leute. Meteoritenregen. Das ist so übel. Autschen. Nee, er lässt praktisch einen Meteorit fallen, ja? Und in dem Radius, in dem der aufschlägt, kriegen alle Einheiten 8 TP-Schaden. Das ist eigentlich echt viel, ne? Kann man sich ja so denken. Ich schicke die mal hier hin, dann mache ich das doch noch nicht so. Aber den schicke ich auch lieber hier hin. So. Hier können wir einfach weiter angreifen. Hier, zack, bumm. Und dann machen wir den Laser. Oh. Oh. Da sind ja auch noch Einheiten. Habe ich ja nicht. Ich habe da ja nicht drauf geachtet. Scheiße. Ja, dann baue ich hier zur Abwehr Titanpanzer. Ja, ich baue mir jetzt eine kleine Abwehr hier auf. Wenn er durchkommt, dass ich ihn dann Aua machen kann. Genau so mache ich das. So, mit Kit. Zerstöre ich jetzt endlich die Scheiße hier. Geh weg. Geh sterben, Arsch. Das war doof. Ich habe eigentlich gehofft, dass ich den irgendwie angreifen kann. Egal. So. Und ich baue einen Raketenwerfer. Der haut rein. So, Eagle Boy. Der darf hier weiter seine Dingsters heilen. So. Der Bomber darf auch heile werden, würde ich einfach mal behaupten. Dann greifen wir das U-Boot an. Was nun irgendwie nicht so viel bringt. Hm. Auch nicht schlecht. So, der darf hier hin und der kommt hier rein. So. Alles ist sicher. So. Was macht er jetzt? Jetzt bewegt er bestimmt seine Leute. Und verdammt, er greift genau die Falschen an oder so. Der Laser schießt, ja. Der schießt auch. So, die ballern wieder wie wild. Er bewegt doch nichts. Ist ja merkwürdig. Das ist wirklich ein bisschen merkwürdig. Oder auch merkartig. Ich setze erstmal alles darauf, das Ding zu zerstören. So.
der Arsch kann bis da und der kann bis dahin. Stell ich ihn dahin. Den lasse ich da. Und dann nehmen wir hier weiter ein, Leute. Wir müssen nämlich schön Städte bekommen. Oh, noch 4 Züge. Das ist ein schreckliches Set. So, ihr macht mal weiter kaputt. Das klappt gut so. Und dann lasse ich es erstmal dabei. Jetzt, wo wir mit Kit dran sind, mache ich aber auch Pause, denke ich mal. Denn, ja, wir haben schon wieder Zeit und, ja, eigentlich jetzt nach einem etwas komischen Anfang sieht es ja doch recht okay aus. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, Leute. Also, ciao, ciao!